Hallo Leute, ja, es geht weiter. Und wartet mal. Ja, es kann weitergehen. Und jetzt kommt der nächste Boss. Des Kurs Nummer 36. Ja. Da sehe ich schon die Edelkopie. Okay, du bist zu dämlich dafür. Ja. Okay. Bisher mache ich mich gut. Aber bisher nur. Die Fels entscheiden. Ja, sagte ich doch. Die Fels kommen noch. Die kommen noch alle, die Fels. Okay. Ich glaube, mit Avalon Code muss ich heute das aufnehmen noch. Und Professor Layton muss ja noch weitermachen. Stimmt ja. Kann man diese verfickte Wolke nicht töten oder so? Okay, ich gehe mal da rein. Kann ich da abspeichern? Ja, okay. So, danke. Okay. Egal, ich habe das hier. Ich bin glücklich. Und da kommt bestimmt noch eine Kiste. Was sage ich Kiste? Du Dreckiger. Okay, er kann es. Er kann es langsam. Er kann langsam Skills entwickeln. Oh. Ey, du. Ey, das ist doch. Nimm ihn mit. Du Arsch, du Drecksbastard. Ja, danke schön. Danke schön, dass du kooperierst mit mir, du. Oh, zieh um dein Leben an. Die Wolke verfolgt dich. Zieh. Hab Angst vor Wolken. Okay. Denk nicht, das war irgendwie Skills oder so. Das war reiner Zufall, dass ich gerade in diesem Moment hochgesprungen bin. Oh, heilige Scheiße. Mann. Es hat so gut angefangen. Aber, ja, was soll man machen? Wenn man braun ist und gut aussehend, dann ist das Leben einfach hart zu jemandem. Dann ist das Leben einfach hart. Hart und beschwerlich. So ist es halt. Ja. Ich kann es langsam. Hier war der Feuermelder. Stirb du dreifach. Du stirbst ganz recht. Kann man diese verfickte Wolke nicht töten? Schreibt bitte zu den Kommis. Ich will mal wissen, wie man diese verfickte Wolke stirbt. Das war nicht geplant, aber egal. Das war geplant, weil ich ja davor wusste, wann diese. Warte, davor kam da keine. Ich weiß das noch. Ja, ich kann es. Okay, ich nehme es zurück. Ich kann es nicht. Ja, du bist auch noch los. Geh zu der nächsten Brücke und Panda. Ja. Ja. Warte. Wo lande ich denn jetzt? Ach so. Ach, ich dachte schon, ich muss alles jetzt normal machen. Und darauf habe ich. Ja, ich weiß, ich bin böse. Oh, dieses böse Lachen muss da einfach sein. Das muss da einfach sein. Okay. Warte, wenn ich damit aufgenommen habe, kommt das. Ey, ich hab mich verdammt. Egal, ich kriege Feuermelder. Okay. Wenn ich das aufgenommen habe, kommt als nächstes Zelda die Minishcap. Das habe ich auch bald durch. Da muss ich auch noch Mario Luigi Superstar Saga. Den ersten Teil habe ich ja bald durch. Dann kommt der zweite Teil. Den habe ich auf Deutsch noch. Den dritten habe ich auf Englisch. Und deswegen frage ich mal, wenn ihr das auf Deutsch habt. Könnt ihr mir das schicken oder sagen, wo ich den Link finde? Dann lade ich mir das runter, dann kann ich auch den dritten Teil für euch machen. Also Mario, Luigi, Bowser, Inside Story und. Ach, okay.
Hallo, my friend. How are you? My name is Mario. Ey, willst du mich natzen oder was los? Ja. Bin ich wieder beim Boss? Nein, ich muss wieder dahin, okay. Ja, ich gehe jetzt wieder dahin und begrüße meinen Freund da. Der hat irgendwelche Probleme mit mir. Ich muss mal ein bisschen klären mit ihm. Was er gegen Schwarze hat, dieser Rassist. Bestimmt wusste er, dass ich hier hinter dem PC bin und das alles. Du dreckiger Bastard. Ja, ich spring dich um. Nein, ich spring dich einfach um. Keine Gnade, nein. Du wolltest es nicht. Du wolltest es einfach nicht. Okay, es geht weiter. Ich musste kurz was klären um meinen Hamburger. Mein Vater wollte, dass ich das esse. Aber das war bei meinem kleinen Bruder. Ey, sorge mich um meine kleine Geschwister. Oh. Ich hasse diese Wolke, die grinst mich auch noch komisch an. Obwohl sie böse ist, grinst sie mich trotzdem noch an. Das ist bestimmt dieses Muhahaha-Lächeln. Was einmal böse Wissenschaftler haben. Ne 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 ne. Okay, stirb. Okay, ich entwickle langsam Skills. Das ist doch gut. Aber wie töte ich diesen Bastard? Das ist die bessere Frage. Ich weiß es einfach nicht. Stirb. Okay. Hello, my friend. Ja. Ach so, so, verstehe. Komm, werf noch mal eine von deinen Geisterfreunden. Werfst du noch welche? Ah, wohin werfe ich das hin? Komm her, du Geist. Wie geht's dir denn? Wie geht's deiner Frau und Kind? Ach ja, die sind ja tot, aber egal. Wie geht's denn so? Das klingt, ob er gerade immer pupsen würde, wenn er irgendwie getroffen wird. Ah, scheiße. Okay. Ich verstehe dein Problem nicht. Ich verstehe einfach ganz und gar nicht dein Problem gegen mich. Hast du was gegen Schwarze? Wenn ja, haben wir ein Problem. Oder du hast was gegen Varios große Nase. Dann sind wir Freunde. Okay. Okay, so. Ich entwickle langsam Skills, aber egal. Ach, stirb. Feuermelder. So. 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 Weil ich es kann. So. Ach, stirb. Stirb, du. Egal, ich nehme dich mit und fütter dich und verfütter dich bei den Pflanzen. Okay, ich habe den irgendwie getötet. Der wurde durch die Luft angegriffen. Ach du Drecksbastard. Nein, nicht so. Ich habe aus Fehlern gelernt. Okay. Hello, my friend. I have a big nose on you. Oh, scheiße. Okay, irgendwie hat er mich nicht getroffen, aber egal. Ich kann es einfach. Ich kann mich einfach mit Leuten verstehen oder Geistern. Ja. Verpiss dich, du Drecksbastard. Ich hasse dich. Guck, wie du aussiehst. Deine Mutter wollte dich bestimmt nicht. Okay, das war etwas zu fies, aber bestimmt wollte die Mutter ihn nicht. Deswegen ist er hier. Oh. Okay. Ich glaube, noch einmal. Nur ein verficktes Mal. Und danach.
Oh, wenn ich jetzt eine Münze auf mich werfe, dann bringe ich dich um. Verschwinde. Ich will nichts mit dir zu tun haben. Leute. Ich bring den um. Ich bring ihn um, egal ob er tot ist. Ich bring ihn um. Nein. Ihr könnt mich nicht ändern. Ich bring ihn um. Ich bring ihn so um, dass er wünschen würde, dass er tot wäre. Aha. Ich weiß, geile Logik. Das ist einfach mein Style. Okay. Okay, das war ein schlechter Anfang. So geht's ja. Und so bleibe ich unten. Mr. T. Mr. T ist hier. Oh, das war knapp. Das waren Skills. Das waren pure Skills. Nur von Made by Koji. Ja. Und stirb. Stirb. Ach, stirb. Stirb, du Obdachloser. Stirb. Okay, ich habe nichts gegen Obdachlose. Die müssen auch irgendwie leben. Aber trotzdem. Irgendwas haben sie im Leben falsch gemacht oder sie hatten einen Unfall. Sagt es mir. Was glaubt ihr, warum Obdachlose so sind, wie sie sind? Ich habe ein paar Theorien. Vielleicht wollt ihr mit mir das teilen. Okay, das klingt etwas schwul, aber egal, mir ist langweilig. Obwohl ich das hier spiele. Ich muss ein bisschen Frust rauslassen. Komm. Mach dein Geisterfreund. Mach dein Geisterfreund. Ja. Okay, Männer. Ach, fick dich ins Knie. Ach, leck mich am Sack, du. Du Sack mit Haaren. Ja, jetzt wirft er seine drei Kumpels. Ich habe schon das Schema rausgefunden bei ihm. Ey, er wird mich natzen oder was los? Oh, leck mich, Mann. So, komm. Oh. Ja. Du Drecks. Ach, meins. Ja, gibt's zum Papa. Komm zum Papa. Okay. Rein mit dir. Und sofort wieder raus. Du hast keinen Sinn da drin. Komm raus. Danke. Nee. Ach. Dankeschön, endlich. Und was machst du jetzt? Ist es die letzte Stage oder was los? Wenn ja, juhu. Wenn nicht, oh. Okay, wie viel Minuten habe ich denn? Oh, die Zeit ist gleich wieder vorbei. Okay. Wenn das so ist, sehen wir uns das nächste Mal. Aber erst werden wir mal... Ah. Oh, leck mich am Sack, du kleine Missgestalt. So. So doll in die Puppe bekommen. Das hast du lange wohl nicht mehr bekommen. Ja. So. So. So, ja, ich kann es einfach. Yeah. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Ich muss dann gleich einen Cut machen. So, wir wetten, oben ist ein Safe Point. Was habe ich euch gesagt? So, dankeschön. Und hier mache ich einen Cut und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss.